1500 XP, Journal-Eintrag. Don Arcanas Notiz. Ich glaube, zu der müssen wir auch noch. Schauen wir doch mal. Ah, hier haben wir Don Roman, das Schwert. Doppelwaffe. Ui. Auch mit 24 Schaden. Stufe 5. Dies ist ein Schwert des legendären Don Romata. Er ist nicht nur ein Schwert, es sind zwei. Es ist wunderschön und sein Stahl ist von allerbester Qualität. Dann testen wir das doch mal aus. Oh. Now that's one really interesting situation. Ach, nicht der schon wieder. Verdammt, ihr habt mich erschreckt. Why? What are you, a sissy? You've got to learn how to stay cool. Look at Don Tomeo. He's a rock. He'd be cool even if his tent was on fire. A poet once said that such a spirit is not overburdened by intellect and is therefore immortal. Follow his lead. Ganz sicher nicht. Ich will kein Alkoholproblem haben. Ich kann nicht so viel trinken, um mir ein solches Gemüt zu erhalten. Genau, das wollte ich sagen. Oh, yes, that's for sure. Don has probably been maintaining his spirit for 20 years or so. Every day, that is. But what the hell did I come here for? Crap. Can't remember. Oh, dieser Typ ist einfach so unglaublich cool. Der hat so humoristische Dialoge. Das ist einfach nur geil. Also in Ordnung, ich habe Romata übrigens nicht gefunden. Yep, the house was burnt down to the ground. I like these old houses. They burn like brushwood. But was there really absolutely nothing left? Wie gesagt, dieser Humor ist einfach unschlagbar im ganzen Spiel. Nicht so rum, einfach Briefe in einem davon. Yeah, yeah, I know, I read it. Why the hell keep talking about it over and over? Wie kommt es, dass ihr ihn gelesen habt? How? While you were merely looking for certain familiar words, I gave myself the time to study it from cover to cover a dozen times. You see, I'm always somewhere near. Yes, and in a latrine, too. You aren't actually hiding the mysteries of the universe in there, are you? Was labert der Kerl? Also, warum zum Teufel erzählt ihr mir diesen ganzen Mist? Ihr solltet besser mal überlegen, was ihr als nächstes tun wollt, Beobachter. You're as dumb as a man can be, Your Majesty. Eure Majestät, warum nennt er uns Don, Eure Majestät? Nothing. Was? There are the papers, and we know who wrote them. What else is there to understand? Don Reba must have left something in his palace. Donna O'Connor also probably had something, as she ended up in the Jolly Tower. Such establishments tend to keep their archives for quite a long time. As for Ripat, it's simple. Find his confidant, the barkeeper, and ask him what the deal is with our lieutenant and where he might be now. Or maybe I should do it for you myself? Dieser Typ ist echt unglaublich seltsam. Also ich glaube wirklich, was ich schon mal gesagt habe, er ist entweder ein Schatten unserer selbst oder er ist wir. Wenn ich das so sagen kann. Fragt ihn, was mit unserem Leutnant ist und wo er jetzt sein könnte. Oder vielleicht sollte ich das selbst tun. Ah ja, das hat er ja gerade gesagt. Also das wäre tatsächlich toll. No chance, friend. Hey, you don't look way too eager, do you? Was ist das eigentlich für ein Kerl? Sollte ich auch, ich dachte... You liked it? Was hat mir gefallen? Excellent. Hurry up. Hä? Das Sinnlos ist nach Romata zu suchen. Yes. Yes. And as for the... Yes. Yes. As for the Emperor, we'll write back to him and say something like,
Your Majesty, if you would excuse us, after much contemplation, we came to the conclusion that your request was actually rubbish. So we decided to stop halfway through searching for an answer to your question. For all these reasons, as of now, we cannot in fact say for sure who this Ramada of Estor is, where he is now, or if he actually exists. Also, we'd like you to know that your requests and whatever don't mean shit to us. Wenn ich das schreibe. Right. And if you don't, it won't be any better anyway. And if you don't find something, then you won't have anything to write about. So keep searching and you'll be rewarded. Bitte. Dann muss ich also den Königspalast sowie das Archiv des Rauntums durchsuchen und Tripat finden. Und was ist mit Arata? Trust me, Arata won't disappear, so you don't have to worry ja, much about it. Ja, das glaube ich auch nicht. You always have to seek out opportunities, and eventually you'll find one. You just shouldn't miss it. The opportunity, that's it. Ja, ist okay. Ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Ich verstehe. Und was denkt ihr über Raymonds Brief? Hey, wo seid ihr? Jetzt haut der Sack schon wieder ab. Das heißt, unsere nächste Station. Ah, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können zur Taverne gehen, um diesen Repat, denke ich mal, zu suchen. Zum Palast von Achena, um den zu durchsuchen. Zu diesem Wegweiser im Südwesten der Stadt, um, denke ich mal, zum Freudenturm zu kommen. Nach Norden oder Süden die Wegweiser, um irgendwo anders hinzukommen, wahrscheinlich um irgendwelche Grafschaften oder so. Aber ich denke, ich werde erstmal in die Taverne gehen, um diesen Repat zu suchen. Da schon dieser Schank wird. Hey, Barmann! Hello. Do you want a beer? Ich hab mein Geld bar, Mann. Nein, danke, ich suche Informationen. Ich weiß, Eerie Repat gekannt. Das heißt, ihr wisst vielleicht etwas über die Grauen oder wo ich Repat finde. Well, it's kind of like that. Nein, das Maybe. Ist. But the Grey Cause isn't very popular now. Ja, überredend oder bestechend. Vielleicht könnt ihr mir trotzdem sagen, was ihr wisst. No, that's not the deal. You know I can use the money now. Nun gut, hier nehmen 500 Münzen. Ich hoffe, das genügt. Of course. So if you need Repat, you can find him in the Garbage Road District in Arcanar Suburbs. But you can't just get there. You need to speak with a certain man in South Arcanar. He lives two blocks away from the town gates. His house is easy to find. In his courtyard, there is an underground passage that leads to Garbage Row. Danke für die Information. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich glaube, wir hätten dem Muga doch kein Geld leihen sollen. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, jetzt haben wir eine komplette FRA-Ausrüstung. Das ist ja auch mal ganz nett. Und ich denke, die werde ich mir auch gleich mal einverleiben. Wenn uns keiner anguckt. Und schon sind wir ein FRA-Soldat. Ein Soldat der Freien Republik von Arcanar. Und dieser Schild ist so noch besser als der, den wir gerade nicht ausgerüstet hatten. Obwohl. Nein, er ist nicht besser. Also nehmen wir ihn auch nicht. Jetzt könnten wir noch zum Palast gehen, da werde ich auch als nächstes mal hinreiten. Ich muss auch bald die Folge wieder beenden, beziehungsweise die Aufnahme. Und ich werde erstmal gucken, ob wir jetzt in den Palast reinkommen. Wenn ich davor noch irgendwas tun muss, dann beende ich dann an der Stelle gleich die Aufnahme. Wenn nicht, dann beende ich sie trotzdem. Denn wie gesagt, die Platte läuft wahrscheinlich wieder voll. Und ich will das lieber vorher merken. So, jetzt sind wir ein FRA-Soldat und die Kumpels hier lassen uns bestimmt rein. Long
live the free Republic of Arcanar and Consul Garata! Arata, nicht Garata. Gut, Soldat. Bist du der Kommandeur der Wache? Ich muss hinein. No, sir. The commander is over there. The palace is locked by the order of the consul. The officer on duty has the key. Ja, okay, ich verstehe. Rühren. Mach das. Where? Wo? Hä? Was meinst du mit wo? Bist du betrunken, Mistkerl? Achtung, nimm Haltung an zum Teufel. Schau mich an. Sag ich. Dir werde ich schon Disziplin beibringen. It's my fault, sir. I didn't recognize you, sir. Konsular Rat hat mich in besonderem Auftrag hier geschickt. Ich muss in den Palast hinein. Well, come in then. The door is locked, though. Abgeschlossen. Consul's orders. The officer has the keys. You should talk to him first. Ja, stimmt, das wussten wir ja schon. Du wagst es mir, Ratschläge zu geben. No, sir. Zum Teufel, so eine Frechheit. Wo ist der Offizier? He is in the guardhouse, sir. Ich verstehe. Rühren. Ja. Wo finde ich den jetzt? Ich wüsste jetzt gerne, was das für eine Figur ist, die da hinten steht. Ach, oder... Ach, das ist wahrscheinlich der... Kommandeur. Ja, der ist hier drin. In diesem Haus. Nein, das ist der Bürgermeister. Aber den können wir bestimmt auch noch mal kurz beklauen. Ach, noch ein Werkzeugsatz für leichte Waffen. Das, dann hätten wir uns gar keinen kaufen müssen. Und hier gibt es noch eine Gesame. Ui, ein Stab. Ein mittlerer Stab. Okay. Kann man auch hier hoch? Nein, kann man nicht. Wer ist das denn jetzt? Ach, der Kommandeur. Hä? Was macht denn der hier? Soldier, who gave you permission to come in? Get lost! Wo bin ich denn reingekommen? Achtung! Oh, I beg your pardon, sir. I'm the officer on duty. Third company, second... Ruhe, seid ihr betrunken? Sir, no, sir. Ich bin ein Offizier in besonderer Mission. Consul Arata schickt mich. No, sir. It's just that yesterday. Ja, also hier sieht man schon, die Soldaten der Freien Republik von Arcanar erkennen uns als Gleichgestellten an. Eben wegen dieser Verkleidung in einer anderen Aufmachung würden diese Dialoge ganz anders verlaufen. Und wir haben offensichtlich unabsichtlich das Richtige getan, indem wir diese Verkleidung angezogen haben. Also ein Kater. Yes, sir. Dann geht etwas Bier oder rumtrinken. Ihr habt meine Erlaubnis. Warum müsst ihr Leute so viel trinken? Ja, das weiß ich auch nicht. Alle Soldaten hier in der Welt scheinen ein grandioses Alkoholproblem zu haben. Wollt ihr enden wie die Edelleute? Oder wie die Soldaten von Don Tamio. No, sir. Ruhe, ich brauche die Schlüssel zum Palast. Habt ihr sie? Yes, I have all five sets of them. Just like it says in the instructions. Gib mir einen. Please take it. No need to return it. I'll make another copy. Less trouble for you, right, sir? Ihr versucht mir zu schmeicheln, hm? Das sehe ich gerne. Na schön, ihr könnt wegtreten. Lauft zum Wirtshaus, gönnt euch einen Trunk und kommt gleich zurück. Nehmt den Palastschlüssel. Das ging noch leichter als gedacht. Ja, und dieser Dialog war auch ganz witzig. Eben durch diese Verkleidung hat man dann einige andere Optionen. Das
funktioniert natürlich auch bei anderen Fraktionen und mit anderen Verkleidungen. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir uns als Mönch verkleiden würden zum Beispiel, können wir wahrscheinlich noch andere Sachen machen. Aber ich werde jetzt einfach mal hier in den Palast gehen und hier die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Heart to be a God.